bin die Moni und ich möchte euch heute erzählen, wie eben mein Weg mit Gott ist. Es ist eher Gottes Weg mit mir als mein Weg mit Gott. Ich finde immer wieder, seine Art, wie er mit mir umgeht, ist einfach so nett und so... Also es ist einfach so nett. Zum Beispiel, ich tanze so gern, ja, also so Standard und so. Und dann bin ich nach Wien gekommen und habe mir gedacht, Wien ist die Stadt des Walzers und ach, ich würde so gern tanzen. Und ich habe jetzt aber noch keinen Tanzpartner gehabt oder so. Und habe mir gedacht, Jesus, du weißt, ich würde so gern tanzen, kannst du nicht einen Tanzpartner organisieren? Und das habe ich mir halt immer wieder mal so gedacht. Und zwischendrin habe ich mir gedacht, lächerlich, jetzt würde ich einen Tanzpartner organisieren. Und dann eines Tages kommt nach dem Gebetskreis dann wirklich ein junger Mann zu mir und sagt, du Moni, magst du eigentlich mit mir tanzen gehen? Voll nett, oder? Mein Lieblingstier ist das Schnabeltier oder Platypus. Mein Lieblingsessen. Also, ich liebe Marzipan und Obstmango und sonst Chinesisch. Ich mag auch sehr gerne Menschen und ich liebe über den Glauben und Gott zu diskutieren und zu philosophieren und nachzudenken und in Frage gestellt zu werden, in Frage zu stellen. Wer ist Gott für mich? Eine ganz schwierige Frage, weil Gott ist einfach so groß und unbegreiflich, aber er ist gleichzeitig auch so nahbar, ein Freund, jemand, der da ist, der mich nimmt, so wie ich bin, der mich liebt, so wie ich bin, wirklich so wie ich bin, mit allem, was ich an mir selbst nicht mag, liebt er mich. Und zwar echt. Und gleichzeitig ist er herausfordernd, aber er fordert mich nicht. Dann ist er ist unglaublich nett in seiner Pädagogik, in seiner Art, mir Dinge beizubringen. Er ist sehr schlagfertig. Er ist mein Herr. Was ich euch unbedingt mitgeben möchte, ist, dass es noch immer mehr gibt. Dass wir nie aufhören sollen, Gott zu suchen, nie zu sicher sein sollen, zu glauben, dass wir schon wissen, wer er ist und wie er ist, weil wir werden ihn nie ganz erfassen. Wir werden die ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, einfach nur darüber zu staunen, wie Gott ist, und wir können jetzt schon damit beginnen. Und das Wichtigste ist eben, dass wir uns nicht zufrieden geben.